Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht's weiter mit einem weiteren Fundort für den Alchemietisch. Der ist ja seit der Erweiterung Necrom zu bekommen. Neu sieht mega aus. Ich kann ihn euch noch nicht zeigen. Es ist jetzt meine vorletzte Fundstelle. Danach kann ich euch auf alle Fälle das gute Teil dann auch mal richtig in voller Größe zeigen. Wir können uns das jetzt aber schon mal in kleiner Version so ganz grob anschauen, indem wir einfach mal unser Tagebuch öffnen. Wir gehen dann hier auf die Antiquitäten, auf die DLC-Gebiete, hier unten Telvanni-Halbinsel. Und wenn wir dann etwas runterscrollen, haben wir hier den Telvanni-Alchemietisch. Hier können wir nämlich sehen, wie viele Teile haben wir schon gefunden, wie viel haben wir ausgebuddelt. Und dort oben sehen wir, der so ein bisschen, ja, relativ klein, aber ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Der ist so zweiteilig. Also der sieht wirklich, wirklich mega aus. Nachteil ist natürlich ein bisschen Arbeit. 10 Teile müssen wir finden. Das heißt, die Spur finden wir ja erst einmal nur. Dann müssen wir die Spur ausbuddeln und erst dann gehört dieser tolle Tisch uns. Falls ihr da jetzt runtergescrollt habt und ihr seht da nichts, das kann ohne weiteres sein, wenn man nämlich noch gar nichts von dem Tisch gefunden hat. Ich habe hier auch noch Einträge. Keine Ahnung, was das mal wird. Ich lasse mich überraschen. Denn erst wenn wir ein Teil gefunden haben, wird es dann überhaupt angezeigt. Und so ist es dann hier auch. Okay, ich zeige euch jetzt den nächsten Fundort. Das heißt, ihr nehmt dafür den Wegschrein des Padomaischen Gipfels oder den Wegschrein von Alavelis, ist relativ egal, denn wir müssen hier mittig hin. Wenn ihr Mappins habt, wird es euch sogar angezeigt. Hier Vulkan Sandbad. Und ich bin da schon sehr, sehr nah dran. Ich stehe nämlich hier bei diesem, ja, Vulkanwasserfall. Na, ist ja kein Wasser, aber auf alle Fälle hier ist es wirklich, wirklich heiß. Und hier finden wir dann auch die entsprechende Spur, nämlich hinter diesem Felsen, auf dem ich hier stehe. Also der ist wirklich nicht zu übersehen. Der ist so hoch. Hoppala. Ja, vorne ist der Weg, den sieht man ja. Und vom Weg dann Richtung Vulkan. Und hinter diesem Stein haben wir hier zischende Felsen. Man könnte also meinen, es ist vom Vulkan hier rüber geschmissen worden, wie auch immer. Wir nehmen es jetzt mal auf, zischende Felsen. Und dann bekommen wir den Hinweis, dass wir Vulkansandbad jetzt erspähen können. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal aufmachen, wird es uns hier angezeigt. Hier ist die neue Spur. 30,5 Tage habe ich immer Zeit, oder naja, fast 31 Tage habe ich hier Zeit, um das Ganze auszubuddeln. Es ist, wie ihr sehen könnt, eine goldene Spur, also ein bisschen fortgeschritten muss ich schon sein in den Antiquitäten, das heißt, dass ich also die goldenen Spuren schon spähen und ausbuddeln kann. Dann habe ich meinen Alchemietisch jetzt schon fast fertig. Im nächsten Video können wir uns den dann auch mal anschauen. Und wenn euch noch Spuren fehlen, ich verlinke natürlich die fehlenden Spuren unten im Text, dass ihr euch die nach und nach einsammeln könnt. Wie gesagt, mit Mappins ist es relativ einfach, aber es hat ja nun nicht jeder Mappins von euch. Auch gerade die Konsolenspieler sind da leider immer etwas arm dran, weil sie davon natürlich nicht profitieren können. So, das war's zu diesem Fundort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Dann freue ich mich natürlich wie immer über ein Follow und natürlich auch ein Like. Besucht mich auch super gerne auf Twitch. Ich habe dort den gleichen Namen. Wir sind da auch sehr, sehr oft in Gruppen unterwegs und suchen die verschiedensten Spuren, denn da gibt es ja inzwischen irre viele von. Und ja, wenn ihr dabei sein sollt, meist mittwochs oder am Wochenende sind zurzeit meine Streaming-Zeiten, sonst lasst dort auch super gerne ein Follow da. Dann werdet ihr auf alle Fälle benachrichtigt, wenn ich live bin. Das war's für heute. Ja, dann sage ich auch schon wieder Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.